Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer Folge Destiny 2 New Light. Ist ja jetzt aktuell Free-to-Play geworden, also vor ein paar Tagen. Ich habe auch schon ein bisschen reingeschaut und ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen in dem Spiel, weil ich mir gedacht habe, ja komm, nach anderthalb Jahren Destiny-Abstinenz schaue ich wieder mal rein und will mal so ein bisschen schauen, was sich alles verändert hat. Alles habe ich auch noch nicht rausbekommen, aber jo, wir werden einfach mal ein bisschen schauen. Und ich denke mal, dass es auf meinem Kanal jetzt auch wieder weitergehen wird. Ich hatte ein bisschen, ja, private Probleme und deswegen habe ich keine Zeit und auch keine Lust, die letzten Monate gehabt, irgendwas aufzunehmen, weil ich richtig viel in den Ohren hatte. Und ich denke mal, aber es wird jetzt wieder schön viel aufgenommen werden. So, aktuell spielen wir hier Destiny auf dem PC. Ich hatte ja vorher immer auf der PS4 gespielt und ja, ich habe halt alle meine Charaktere rübergezogen auf dem PC und sie sind praktisch mit dem Free-to-Play hier mit Power Level 750 rübergekommen, also stehen sozusagen komplett am Anfang. Und ja, dann werden wir mal schauen, was uns hier erwartet. Entschuldigt übrigens, wenn die Aufnahme nicht gleich 100% perfekt ist, weil wie gesagt, ich habe schon ewig vom PC auch nicht mehr aufgenommen, war immer als PS4-Gameplay und deswegen ja, bin schon ein bisschen am Einstellung machen gewesen, deswegen schauen wir mal, ob das alles so hinhaut. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal ein paar Quests an und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Und ich führe euch mal die ersten 20, 30 Minuten so ein bisschen in das Spiel rein, erzähle ein bisschen was dazu, was sich so verändert hat in den Menüs und so weiter. Das schauen wir uns alles an. Genau, parallel werde ich natürlich schauen, dass ich jetzt das Stream auch wieder anfange. Da werde ich aber dann mit dem Warlock streamen, also nicht hier mit dem Titan. Der Titan ist jetzt, mit dem wollte ich jetzt nur die Story ein bisschen machen, hochleveln, hochgrinden. Genau. Mit dem Warlock bin ich noch mit dem Kumpel dabei, der spielt auch immer mit und da zocken wir meistens immer zu zweit und da schauen wir, ja, dass wir so ziemlich auf dem gleichen Power-Level sind, dass wir halt alles gemeinsam machen können. Und da werde ich dann natürlich PvE und auch PvP ein bisschen machen. Aber der Hauptaugenmerk liegt bei mir eigentlich eher auf dem PvE. Ich bin nicht so der PvP-Pro-Spieler. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, das klappt alles. Warum das Bildbachgerät dann? Ja, das klappt schon mal. Sehr schön. Servus, Leute. In der Tat. So, sprechen wir den mal an, holen uns mal ein paar Quests. Sei gegrüßt. Da können wir sogar schon was machen, schau. Haben wir schon was? Heute Züge nehmen wir alles mit, was geht. Aufgegebene Quests. Aufgegebene. Ich weiß jetzt gar nicht, zählt das mit dem zweiten Charakter auch dazu? Oder sind das separate Beutezüge, die man mit jedem... Ein gut vorbereiteter Soldat ist ein siegreicher Soldat. ...separat machen sollte? Ich weiß es gar nicht. Nicht aufgeben, Titan. Wie sagt ihr, die Leute, die das wahrscheinlich anschauen, sind wahrscheinlich eh schon alle viel weiter, kennen sich viel besser aus wie ich. Nur eins zeigt gleich möglich. Okay, schauen wir mal später an. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt knapp anderthalb bis zwei Jahre schon wieder raus und das erschlägt einen förmlich, was man hier alles machen kann. Genau, das sind doch zu meine ganzen alten Gegenstände noch. Sieht da alles hier, das Power Level 750. Natürlich nicht so, also jetzt nicht mehr toll. Und ich habe damals aufgehört mit dem Leviathan Raid. Den Leviathan glaube ich hieß der, den hatte ich noch gemacht und das war dann schon ziemlich mein Ende von dem Spiel, sage ich mal. Und also ich habe Forsaken noch gar nicht gesehen. Das schauen wir uns gleich mal an. Heute Züge nehmen wir mit. Nicht schlecht. Und ja, genau, Forsaken habe ich nicht mitgenommen. Habe ich jetzt aktuell noch nicht. Ich habe mir jetzt mal, wie heißt es? Hier mit dem Mond. Ja, die neue da, ist das schon, mir fällt gerade der Name nicht ein. Habe ich jetzt mal gegönnt. Ich werde mir aber den Forsaken DLC auch noch holen. Je größer, desto besser, oder?
Passt schon, ich habe ganz schön viel zu holen. Wo ihr hier hin? Ich will davon nichts wissen. Also könnt ihr auch ruhig Tipps geben in den Kommentaren, wenn ich irgendeinen Scheiß mache. Oder wie ich irgendwas besser machen könnte. Willkommen beim Everversum. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Aha, Item Shop, okay. Ah, Item Shop gebe ich kein Geld aus. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Sei gegrüßt. Gerne ist die. Ah, die gibt mir sowas da. Das, glaube ich, war der Shax, oder? Hier hinten, Lord Shax. Der hatte, glaube ich, war eher für das PvP-Zeug zuständig. Anschaust, ich sehe den Schmelztiegel, Peter, und du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Du bist lebendig, Hüter. Dann kämpfe auch so. Aufgeregter als sonst und lädt dich zu einer neuen Welt der Tapferkeit und des Ruhms ein. Ermutigt dich, dein Können im Schmelztiegel und nehmen wir auch mal mit. Sei vorsichtig. Schmelztiegel werden wir auch vielleicht ein bisschen spielen. Leute, wenn euch das gefällt hier, was ihr hier so seht, okay, wie gesagt, noch ziemlich am Anfang alles, aber lasst mir doch ein Like, Kommentar oder Abo da, würde mich alles sehr freuen. Und motiviert natürlich, dass man wieder anfängt, richtig komisch wieder nach so lange Zeit, jetzt fast 4 Monate, habe ich nichts gemacht. Richtig komisch, da wieder was aufzunehmen und zu quatschen hier. Komm schon, Hüter. Die Vex fliehen in Massen aus dem Garten. Okay. Wir wissen nicht warum. Begib dich zu Eris, wenn du Zeit hast. 7 Tage ab, okay. Wir brauchen hier deine Hilfe. Nehmen wir einfach mal alles mit. War, glaube ich, vorher auch noch nicht, dass es nach 7 Tagen abläuft. Hat die hier was? Ne, die hat nichts, oder? Aber du und ich. Nö. Okay. Du leistest da draußen einen richtig guten Job. Gehen wir zu ihm nochmal. Danke für alles. Und dann würde ich schauen, dass wir mit der Questreihe beginnen. Ah, Shadowkeep, genau. Shadowkeep hieß das DLC. Das habe ich mir geholt. Ich war aber noch nicht auf dem Mond, Leute. Ich wollte erstmal die anderen Planeten alles so ein bisschen von der Story her machen. Und natürlich mein Kumpel, der hat noch nie Destiny gespielt. Dass ich dem so ein bisschen was zeige, was ich halt auch weiß. Und ja, das wird uns dann wieder langsam ranführen. Mal schauen, vielleicht gibt es hier irgendwie mal einen Clan oder so, wo man da ein bisschen reinschauen könnte. Hört aber nicht auf, gell? Willst du eine Transaktion durchführen? Zu der Reise eines jeden Hüters gehört es, den Pfad zu unerreichter Power zu beschreiten. Für nutze mächtige Ausrüstung, um die Grenzen deiner Stärke zu erweitern, Hüter. Statte deinen Hüter mit mächtiger Ausrüstung aus, um dein Powerlevel zu erhöhen. Verdiene mächtige Ausrüstung und beteilige dich an Aktivitäten mit Spitzenprämien, indem du die vom Kryptarchen angebotene Quest grenzenlose Power abschließt. Okay. Okay, hallo Hüter, die wechselnden Seasons bieten dir viele seltsame neue Möglichkeiten. Schätze und unbekannte Wunder warten auf jene, die sich unseren Feinden stellen und die Herausforderungen meistern, die in der Wildnis lauern. Durch den Abschluss von Beutezügen und Herausforderungen erhältst du IP, mit denen du deinen Season Pass aufwerten kannst, um neue Prämien freizuschalten. Engrammkäufer, ja, da kaufen wir mal nichts, weil da habe ich nämlich schon rausgefunden, dass es nur Max Power von 750 ist. Und ja, die bringen mir eigentlich so nichts. Man kann natürlich die noch infodieren und alles. Aber da warte ich jetzt noch ein bisschen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal auf unseren Charakter. Der ist aktuell so.
Genau, und hier, das ist halt alles neu. Das habe ich vorher nicht gekannt. Das muss ich mir alles mal genau durchlesen, was da alles so gibt. Das ist übrigens mein Clan, Team Toxic German, also Germany eigentlich. Glaub, da haben die Zeilen nicht mehr gereicht. Schon ziemlich alt, der Clan. War damals auch auf der PS4 angesiedelt. Und ja, natürlich, durch das, dass der Clan ein bisschen inaktiv geworden sind, sind die ganzen Member natürlich dann zu anderen Clans gewechselt. Schade eigentlich, waren alles super Typen. Aber mal schauen, vielleicht können wir hier auf dem PC ein bisschen was Neues aufbauen. Also Leute, wenn ihr Bock habt, schreibt mich einfach an. Triumphe Charakter Inventar. Wollen wir mal schauen. Genau, hier gibt es auch noch einen Haufen Zeug. Ja, das sind die Quests, das ist klar. Das sind die ganzen Beutezüge. Und genau, hier sind die Hauptquests. Power Level 900. Das ist natürlich unser Ziel. Und hier ist es mit den Seasons. Und da habe ich gehört, die Season dauert ja, glaube ich, um die 70 Tage immer, wenn es mich nicht täuscht. Das ist halt jetzt neu. Und das ist schon wieder ein kompletter Negativpunkt bei mir. Nach 70 Tagen muss man halt einen neuen Season Pass kaufen. Und ich glaube, dass der 9,99 € oder so kostet. Das heißt, alle 70 Tage, alle 2,5 Monate circa, muss man da immer wieder 10 € reinstecken. Und das nervt. Warum muss ich da immer wieder 10 € reinstecken? Ich habe jetzt den Season Pass nur durch das bekommen, weil ich mir halt das DLC geholt habe. Und ja, nervig. Panzerhandschuhe. Ist auch schon wieder, soll ich die jetzt hier nehmen oder nicht? Ich weiß eigentlich, mein Zweitcharakter ist, ich warte noch. Genau, da seht ihr auch, wenn man hier so ein bisschen durchswitcht. Die ganzen Levels, hier oben sind die Level. Ich bin aktuell Season Rang 6. Ja, und da sieht man das. Und ich spare eigentlich auf den hier hin. Und da würde mich halt interessieren, kann man das Teil nur einmal benutzen? Oder ist es dann für jeden Charakter frei? Das werden wir alles rausfinden, Leute. So, jetzt will ich aber sagen, wir fliegen mal auf die Erde und werden da, haben wir da überhaupt was? Hier haben wir gar nichts übrig. Hier war keine Hauptstory-Mission. Was ist da los? Warum haben wir keine Hauptstory-Mission? Ich hatte mit dem eigentlich fast noch gar nicht gespielt. Schließe die Weltquest für die europäische Todeszone Titan, Nessus, Io und Mars ab. Machen wir das mal. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu dem hier. Vielleicht geht es erst dann los, wenn wir mit dem gesprochen haben. Genau. Ich bin mal ganz kurz Batterien wechseln, komm gleich wieder.
So, Leute. Da sind wir wieder. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Wir gehen jetzt erstmal schauen, ob wir hier Quests annehmen können. Okay, hier ist zu. Hä, wo ist sie zu? War schon immer zu? Okay, war schon immer zu. Machen wir das Bildmachgerät an. Na, da kann, gibt mir nichts mehr. Hey, es mag vielleicht tot sein, aber wir werden raus damit. Was liegt dir auf dem Herzen? Nur Beutezüge. Okay, das ist komisch. Haben wir da schon ein bisschen was? Komisch. Muss ich das bloß einmal durchspielen? Leute, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich spiele schon die New Light, die... Die Free-to-Play-Version dort, aber... Ich weiß, mit Mega habe ich das schon gespielt, aber ich habe gedacht, dass ich das jetzt mit dem Titan auch nochmal spielen kann. Hier habe ich eine Quest. Der Feind meines Feindes. Okay, dann gehen wir mal hier hin. So. Und dann würde ich sagen, schauen wir ein bisschen. Schieß los. Setze es weise ein. Bis später. Neue Questaktivität, okay. Ich habe Anweisung. Legen wir los. Jäger, die fallen aus dem Kontrollzentrum. Oder ich habe irgendwas auf der Erde übersehen. Auf dem Turm übersehen, dass ich nur irgendwas annehmen musste. Ja, Leute, wie gesagt. Schon ewig nicht mehr in dem Spiel gewesen. Haben wir auch schon wieder ein Event verfügbar. Ich würde sagen, wir spielen mal diese Mission hier. Da sind auch noch nicht die Mega-Waffen. Ah, gut, du bist hier. Ich nehme an, Sloan hat dich in Kenntnis gesetzt. Wir gehen rein, scheuchen die Gefallenen aus dem Kontrollzentrum und verschwinden. Bestätigt. Laut Berichten haben wir es mit einem Captain und seiner Crew zu tun. Für jemanden wie dich sollte das ein Routine-Einsatz sein. Das weiß ich nicht, ob das Routine-Einsatz ist. Mal schauen mal.
Oh, mit Ed ist echt. Ich muss sagen, ich finde es auf PC geiler. Jetzt der PS4. Wenn man sich mal ein bisschen an das Aim gewohnt hat oder Maustastatur. Also ich war ja früher eigentlich nur PC-Spieler. Und kann man auf jeden Fall in Destiny viel, viel schneller spielen. Das Energiespektrum der Barriere passt zu dem des Servitors. Es könnte ein Zufall sein. Kein Zufall. Anscheinend wollen sie uns mit Servitoren einkesseln. Okay. Schauen Sie noch irgendwo was gibt oder so. Okay. Du bist irgendwo ein Terminal, glaube ich. Okay. Ich hab nur Pistolen, ey. Brenn! Wir haben alles, was die Gefallenen haben. Okay. Weiter geht's. Das Zeichen über den Kopf gesehen ist es auch mehr mit dem Finish Move. Kann man so einen Finish Move machen. Der da. Scheint, als würden diese schwebenden Steine Orte markieren, an denen die Schar die Grenze zwischen ihrer und unserer Welt geschwächt haben. Ich denke, all ihre seltsame Magie kommt von Orten wie diesem. Finish move.
Okay. Ich kann das öffnen. Halte sie mir von der Hülle. Das war's. Los. Boah! Wir sind auch bei mir. Bäh. Wir sind durch. Oh ja. Und durch eure Arbeit wird unser Rick wenigstens einen weiteren Tag stehen. Richtig. Komm vorbei, wenn du Zeit hast, Hüter. Schauen wir mal, was du da hast. Okay. Dann würde ich sagen, wir porten uns mal zurück. Oh, hey. Holiday hat einen Blick auf deine Daten geworfen. Sagt, dass irgendwo hier ein Methanreaktor ist, der seit dem goldenen Zeitalter nicht angefasst wurde. Die wiederhergestellten Wellengeneratoren reichen für unsere wichtigen Funktionen. Doch mehr Systeme online bedeutet, mehr Strom ist nötig. Wenn du den Reaktor finden kannst, läuft's hier endlich wieder rund. Und vielleicht, aber nur okay. Vielleicht, gönnen wir uns sogar ein Päuschen. So, neue Questaktivität verfügbar. Schauen wir doch mal erstmal, was wir bekommen haben. Wir haben eine Waffe bekommen. Scharfschützengewehr. Und ein Scoutgewehr. Ich helfe dir. Ich habe keine Powerwaffe gefunden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Mit der Quest. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, jo, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.